Nachdem Thora stirbt, heiratet Ragnar Aslaug, die mitunter auch einen anderen Namen trägt oder verändert ist, und ist die Tochter von Sigurd und Brünhild. Es folgen die Darstellungen der Taten der Söhne, die ja viele von euch kennen werden durch die Serie. Ragnar stirbt durch König Aelle von Northumbrien in einer Schlangengrube. Das isländische Gedicht Kraukomaul aus dem 12. Jahrhundert berichtet über Ragnars Tod. Ähnliches berichtet der dänische Geschichtsschreiber, Saxo Grammaticus, das ist der Verfasser der Gesta Danorum, über Ragnar. Lodbrok oder Lodenhose, auch Wollhose, ist das Kleidungsstück, mit welchem sich Ragnar bei seinem Kampfe mit einem Drachen vor dem Bissen schützt. Manche Nordische sagen, dass er nicht von hoher Geburt war, sondern ein Wollmacher, also ein Handwerker, der Stoff herstellt, was keine Schande ist. Wer Ragnar jetzt genau war, ob er lebte oder ein Konstrukt anderer, verschiedener Männer war, wo er fuhr, wen er liebte, wie viele Kinder er hatte, wo er herrschte und kämpfte und seinen Ruhm mehrte, das können wir nicht mehr abschließend klären. Aber eins wissen wir, er steht für viele von uns für etwas Altes und Gutes, etwas, was neue Wurzeln schlägt, in die Vergangenheit. Denken wir also im Guten von ihm und seinen Taten, ehren wir ihn, seine Familie und seine Ahnen. Für mehr nordischen Content und die Möglichkeit, bald mal live zu gehen, wo wir uns interessante Sachen auch außerhalb von hier anschauen werden, liked unsere Beiträge, damit wir damit bald starten können. Ich danke euch. Gut gedenken.